geht ab. Heute werde ich nur ein Spiel spielen, aber dafür mit euch ein bisschen talken. Und zwar spielen wir wieder mit dem Budget-Deck. Und ja, ich habe zwar immer gesagt, wir talken, aber nicht, ich habe dann nicht so wirklich getalkt bzw. gesprochen, sondern einfach das Spiel kommentiert. Und zwar geht es darum, wie es mit dem Kanal weitergeht und was nun Sache ist. Und zwar fangen wir dann schon mal ganz normal an. Demnächst kommt ein Update, dazu werden mein Kollege Janni und ich natürlich auch ein Video machen. Wir werden dann ein bisschen Patch-Talk machen. Wir werden die Serie, glaube ich, auch so nennen. Und dann die jeweiligen Schritte werden wir Irgendwelche dann letzten besprechen. Worte. Und ja, darauf könnt ihr Feuer! euch freuen. In den Wir werden Fang! zusätzlich auch nicht mehr die Thumbnails benutzen, wie wir momentan haben, sondern wir haben uns einen Grafiker besorgt, beziehungsweise stehen wir gerade da in Besprechung und werden das dann nach außen tragen, obwohl wir es einfach, ihr seht es dann ja einfach. Und ja, wir werden es soweit sehen. Dann haben wir noch ein paar Serien geplant. Die Serien gehen natürlich hauptsächlich so weiter, wie es momentan ist. Dazu wird es halt noch andere Serien geben, wie zum Beispiel der Patch Talk. Und auch noch diverse andere Serien. Ich werde den mal tauschen. Okay, war nicht so wirf. Dann belassen wir es dabei. Und ja, wir werden auch ein neues Intro machen lassen. Wir werden dafür jemanden finden. Der Grafiker, den wir eingestellt in Anführungsstrichen, kann, glaube ich, nicht so wirklich ja, so Trailer etc. machen, aber das soll nicht wichtig sein, nur wir spielen gegen Pionier. Okay, verstehe ich zwar nicht ganz, wie er das macht, aber ist auch komplett okay. Guten Tag. Ja, zusätzlich haben wir halt noch diverse andere Sachen vor. Wow. Dann spielen wir natürlich ihn hier. Stampf die Elfen in den Sand. Ich hoffe, euch wird das alles gefallen. Wir geben uns hier wirklich viel Mühe. Wow, er spielt nochmal Frost. Irgendwelche letzten Worte. Oder auch nicht, okay. Oder doch. Habe ich soweit kein Problem mit, dass er das macht. Du Spaten, ich hab's dir Kommt gesagt. uns ja nur gelegen. Verdammte Alles Anfänger. klar. Das war noch nicht alles. Wir werden auch höchstwahrscheinlich diverse Kooperationen haben. Ich denke mal, das wird so in Ordnung gehen. Ich bin gespannt, ob das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Zum Glück hat er den Frost schon vorher gespielt. Das mit der Kommun. Ihr könnt auch uns gerne. Oh, er wird danach aufhören, denke ich. Dann werden wir ihn mal spielen. Na dann an die Arbeit. Wenn wir allzu ist danach. Ich hoffe, euch gefällt das mit der Kooperation. Wie gesagt, es ist noch nicht wirklich was Spruchreifes. Es steht halt nur im Raum, das müssen wir dazu sagen. Also. Bitte nicht drauf festnageln, aber ja. Vielleicht kennt der eine oder andere auch damit, womit wir kooperieren wollen. Kommt halt ganz drauf an. Ja gut, dann können wir das so machen. Dann haben wir natürlich noch Horn des Kommandanten, die wir spielen werden. Und ja. Das war es im Prinzip erstmal so alles. Ich wollte halt das euch nur mal mitteilen, wie der Stand der Dinge ist. Vielen Dank natürlich auch an die neuen Abonnenten und Alten, die uns überhaupt gefunden haben. Ist ja etwas schwer in diesem Algorithmus, aber wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr dabei seid.
Und ich hoffe, wir können euch unterhalten. Ihr habt genauso viel Spaß wie wir. Lasst es uns auf jeden Fall wissen. Schreibt runter in die Kommentare. Und ja, einfach immer her damit. Das ist schon ziemlich cool. Okay, sehr gut. Dann brauchen wir... Obwohl... Er braucht dann keine Karte spielen. Er hat 10, das ist ärgerlich. Machen wir das so. Ja. Das war's soweit eigentlich. Also wie gesagt, neue Serien werden kommen. Dann höchstwahrscheinlich, also nicht höchstwahrscheinlich, es wird was in der Hinsicht kommen. Dann halt neue Thumbnails, neues Intro und neues Bild für, also unser Profilbild wird auch komplett anders sein. Ja. Dann zusätzlich. Dann halt noch Kooperation diverse. Und ja. Ich hoffe, das wird so in Ordnung sein. Und wie gesagt, wir haben ziemlich viel geplant. Ich streame ja auch hin und wieder. Ich weiß, ich werde es nicht müde, das zu erzählen, aber ja. Wenn wir behalten die Hand, dann glaube ich so. Okay, die brauchen. Ah, ich weiß nicht. Er muss auf jeden Fall noch eine Karte ausspielen. Dann ist wieder Gleichstand. Die bekommt nur 2 weniger. Da haben wir 10. Leider ist der Patch noch nicht draußen. Aber, ja. Wenn ihr auch noch Ideen in irgendeiner Art habt, dann sagt Bescheid. Wir würden uns freuen, so ein paar Anregungen und Tipps zu haben. Würde uns wirklich helfen. Allgemein auch Feedback irgendwie in jeglicher Art, ob sie nur negativ, solange sie konstruktiv ist, oder positiv ist, immer her damit. Das ist wirklich sehr wichtig für uns. Wir behalten es das mal so. Wir haben noch keine Goldkarte ausgespielt. Ja, außer Foltest natürlich. Er darf anfangen. Okay, ist natürlich nicht allzu schlecht, wenn wir Verbrennen drauf haben. Ach, er verbessert sich selber. Das ist natürlich eher nicht so geil. Spitzel erwartet die Klinge. Ah, ich dachte, er war... Ja, das wird wahrscheinlich eine Niederlage. Bringen wir es hinter uns. Natürlich etwas ärgerlich. Welche Karte hat er noch drauf? Ich komme. Okay. Na gut, wir haben verloren, ja, leider. Richtig. Ärgerlich. Oh Mann. Knappes Ding. Ich weiß nicht, ob ich hätte was besser machen können. Wow, RBM direkt. Dafür bekommt er natürlich kein gutes Spiel. Ja. Ja, sicherlich nicht. BM, ich glaube, es hackt. Ja, ich schreite auch langsam auf Level 10 zu, damit ich dann hier diese Serie Road to Glory weitermachen kann. Ich hoffe, es wird bald klappen. Ich werde jetzt noch ein bisschen spielen. Ihr könnt mich auch und meinen Kollegen gerne hinzufügen. Würde mich freuen. Ach so, kleiner Tipp schon mal.
Ich hoffe, ihr seid noch dran, weil der Tipp ist ziemlich wichtig. Und zwar geht's um die überzähligen Karten. Wartet bitte, bis der Patch draußen ist, weil es werden wieder ein paar genervt und ein paar gebufft. Und dann könnt ihr sie verkaufen zu dem Preis, zu dem ihr die gekauft habt. Also sprich, die hier würde 80 kosten. Und dafür, wenn ihr die endcraften würdet, also wenn ihr die malen würdet, dann würdet ihr dafür auch 80 bekommen. Also wartet so lange, bis der Patch draußen ist, anstatt jetzt einfach irgendein Deck zu bauen. Wir werden dazu noch einen Patch-Talk machen. Der wird die nächsten Tage kommen und ja, also bitte lasst es, sondern macht es dann, wenn der Patch draußen ist, zum dritten Mal. alles klar. Das war es soweit von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst bitte Feedback da in irgendeiner Hinsicht. Würde uns sehr freuen und auch sehr helfen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Macht es gut, habt noch einen schönen Tag und ciao.